Hallo und herzlich willkommen zu Plenty Plans. Mein Name ist Patricia und wir machen heute ein Unboxing, denn ich habe bei Ekaenera bestellt. Und naja, es war so, ich habe eigentlich zweimal bestellt. Wer sich jetzt nicht wundert, warum dieses Paket so riesig ist und auch gar nicht mal so leicht, muss ich sagen. Es liegt tatsächlich daran, dass ich... Beide Bestellungen sind schon ewig her tatsächlich und eine der Bestellungen, die bereits ankam, war leider, ja, ersatzbedürftig, sagen wir es mal so. Und hier sind jetzt die Pflanzen, die komplett ersetzt wurden drin und die Pflanzen, die ich kurz darauf noch bestellt hatte, was ich vielleicht sonst nicht gemacht hätte. Aber ich muss sagen, tatsächlich ist Ekaenera da diesmal relativ gut drauf eingegangen und hat gesagt, das wird jetzt einfach mal komplett ersetzt. Also ich habe jetzt sogar einen Ersatz da drin für eine Pflanze, bei der ich gar nichts bemängelt habe, die soweit in Ordnung war. Außer jetzt vielleicht ein Blatt mit einem Kälteschaden. So, genug von dem ganzen Quatsch. Ihr seid mit Sicherheit genauso gespannt wie ich. Also ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie sie alle aussehen. Weiß natürlich, welche Pflanzen ich bestellt habe. Aber wie groß die nun sind, wie gut sie aussehen, das weiß ich halt auch alles nicht. Also würde ich sagen, fangen wir mal an. Ja, ich bin gespannt, ob ich wieder genauso happy aus der ganzen Geschichte rausgehe wie beim letzten Mal. Weiß nicht, wer das letzte Unboxing-Video gesehen hat, hat vielleicht gesehen, dass ich mich ein bisschen doll freue. Ich habe hier eigentlich schon extra alles aufgeschnitten, damit das nicht so ewig dauert. Oh, das ist schon mal gut. Schön hier oben das Styropor drauf, dass das Ganze schön warm bleibt. Tatsächlich war das beim letzten Mal nicht der Fall. Da war alles ohne Styropor. Ich sehe jetzt, hier ist alles komplett in Styropor eingepackt. Ich denke mal, weil mein letzter Versand hier halt eben mit Kälteschaden angekommen ist oder zumindest überwiegend mit Kälteschaden angekommen ist. Und ja, eventuell wollten sie das jetzt nicht nochmal so machen. Ich kann aber jetzt wirklich nicht versprechen, dass wenn ihr bei Ekaenera bestellt, dass eure Verpackung dann auch so aussieht. Wie gesagt, für gewöhnlich habe ich keine Winterverpackung. Selbst im tiefsten Winter gab es meist kein Heatpack. Ja, also... Das ist jetzt hier keine Kooperation oder sowas. Ich habe das alles selber bestellt, alles selber bezahlt. Wie gesagt, waren zwei Bestellungen, sind ewig her. Deswegen ist es ein bisschen viel. Schauen wir mal. Also, als nächstes. Ich finde das hier übrigens auch immer sehr gut. Ich bewahre das auf, weil damit kann man die Pflanzen echt toll für den Winter auch verpacken. Ach, und ich spüre schon wieder, dass alles klitschnass ist. Ich weiß nicht, wieso. Aber Ekaenera hat ein Riesentalent dazu, die Wurzelballen zu trocken zu halten während des Versands, dafür aber nasse Blätter zu verschicken, was gern mal für einen Pilz sorgt. Ich bin also gespannt, was mich hier erwartet, weil, wie ihr seht, man sieht schon, dass da Flecken sind. Wäre das jetzt wirklich irgendwie 4-5 Grad gewesen draußen und wir haben es ja jetzt warm. Ich hoffe, der Ton ist nicht so schlecht, denn tatsächlich lasse ich hier gerade meine Fenster auf, denn ich habe trotzdem 25 Grad hier drin und das halte ich nicht aus. Also ja, auf jeden Fall wäre das hundertprozentig zu Kälteschäden geworden, was ihr hier durchscheinen seht, wenn es im Winter verschickt worden wäre, was jetzt nicht der Fall ist. Also hier haben wir die Anthurium. Agerostachium, das ist tatsächlich eine Ersatzpflanze und da bin ich jetzt mal gespannt. Also, einige von euch hatten vielleicht auf meinem Instagram-Account auch gesehen, dass ich die Agerostachium, die ich zuletzt bekommen hatte, eben komplett auseinanderschneiden musste. Da sind jetzt ein paar Stammstücke von übergeblieben. Ich gehe nicht davon aus, dass ich sie behalten kann. Die sehen jetzt schon nicht so toll aus. So, wollen wir hier mal aufmachen. So. Ja, ich sehe schon Wassereinlagerungen. Aber, wobei beim letzten Mal sah sie auch relativ fit aus. Oh ja, die ist schon, ne? Wow, ist die riesig. Oh mein Gott. Ach, ich sehe zwar hier schon, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera aussieht, dass hier so durchsichtige Stellen sind. Das sind Wassereinlagerungen. Oh, da kommt ein neues Blatt. Oh, eigentlich würde ich mich freuen, aber das wird mit Sicherheit gar nicht schön, denn, oh, schaut mal hier. Oh, das meine ich mit alles ist so nass, ne? Guck mal, wie Matsche das hier ist. Ach, es ist so schade, weil eigentlich möchte ich mich einfach über die schöne Pflanze freuen.
Ich weiß auch, dass ich die irgendwie gepäppelt kriege und sowas, aber es ist natürlich schon ein bisschen was anderes als bei der letzten Bestellung, die ich jetzt gemacht habe bei Folio Dreams. Da konnte ich mich halt einfach freuen, weil alles perfekt war, und hier fängt die Sorge schon wieder an, dass ich die hoffentlich vernünftig akklimatisiert kriege, was dabei alles... Ja, hier sieht man die Wassereinlagerungen als dunklere Flecken tatsächlich. Die anderen Blätter haben aber keine. Also tatsächlich einfach nur das letzte gewachsene Blatt. Das finde ich eigentlich schon mal ganz gut. Der Rest sieht top aus. Ich denke, das kriege ich hin. Ja, also ich finde, es ist schon eine ganz coole Pflanze. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen was anderes erwartet von den Fotos her. Also passt bei Echagenera bei den Fotos ein bisschen auf. Es ist nicht immer ganz genau so, wie es da aussieht tatsächlich. Aber oft stimmt es auch. So, die packe ich jetzt mal an die Seite. Wir machen weiter. Was kommt mir hier als nächstes entgegen? Philodendron Columbia. Columbia. Hybrido steht da. Ich weiß nicht wieso, weil eigentlich habe ich einfach nur Columbia bestellt. Aber gut, schauen wir mal, was mich erwartet. Die kam übrigens beim letzten Mal auch, ja, nicht so schön an. Und sah leider auch nicht wie eine aus. Tja, vielleicht habe ich diesmal mehr Glück. Nein, habe ich nicht. Oh Mann, oh Leute. Ich weiß nicht, wie es sein kann, wenn man eine Ersatzbestellung versendet, dass die dann einfach auch nicht gut aussieht. Und wieder Wassereinlagerungen. Ja, die Wassereinlagerungen kommen übrigens tatsächlich dadurch zustande, nicht, dass das Substrat zu feucht ist, sondern dass es meistens zu trocken ist. Und dann eben irgendwie so eine krasse Feuchtigkeit an den Blättern selber ist. Also, ja, manchmal ein bisschen schwierig auszupacken. Habe immer ein bisschen Angst, dass ich ein Blatt kaputt mache. Weil das hier scheinbar eh nicht so schlimm ist. Ah, der Stiel ist sogar diesmal der richtige. Also, diesmal ist es zumindest die richtige Pflanze. Beim letzten Mal war es nicht die richtige. Dafür leider auch nur ein Blatt. Und, naja. Ah, ich würde euch gerne irgendwas richtig Geiles zeigen. Aber, irgendwie. Also eigentlich... Sieht der cool aus. Ich höre auf der Seite. Sieht er vor allem einfach wahnsinnig gut aus. Das ist so eine krasse Pflanze auf der Seite. Ich weiß nicht. Ich finde, das sieht halt einfach nicht vom Blatt her so aus, wie es sollte. Aber ich hatte mich über die Merkmale erkundigt und der Stiel passt. Heißt, eventuell hat das Blatt einfach nicht die geilsten Bedingungen gehabt. Hier ein neuer Trieb ist auch da. Der wird... Ja, der ist jetzt schon weich. Heißt, das neue Blatt wird leider sterben. Aber wenn die Wurzeln nicht komplett matsch sind, ist der in einem guten Zustand soweit. Und ja, klar, auch hier, ne, die gelben Fleckchen hier, die man sieht, das sind auf jeden Fall auch Wassereinlagerungen gewesen. Und dass die so gelb werden, kann leider sein, dass es bereits eine kleine Pilzinfektion wird. Ich behandle den auf jeden Fall gleich vorsorglich. Das mache ich mit all diesen Pflanzen, weil sie alle dazu neigen, einen Pilz zu entwickeln, wegen der Art und Weise, wie sie verpackt sind. Aber dann lässt er sich doch sehen. Next plant. Irgendwie frage ich mich gerade, wie die überhaupt alle da reingekriegt haben. Philodendron rubrijuvenilum. Für diejenigen, denen das nicht sagt, das ist der botanische Name für den El Choco Red, den Philodendron. Und ja, ich habe einen, ich weiß, aber der ist voll riesig und in der Major-Form haben die nicht mehr diesen tollen roten Rücken. Und den wollte ich wohl auch haben. Bin gespannt. Eigentlich lässt er sich relativ gut versenden, so ein El Choco. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich hier jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Freude habe. Oh, ich bin aufgeregt. Den habe ich mich echt gefreut. Kleiner Schatten, verschieden mehr. Oh Mann, Leute, sogar ein geknicktes Blatt. Und noch ein kaputtes, aber ja. Ach nö. Ach Mann. Leute. Ja, das, ja. So halbwegs schön halt. Oh Mann. Also das ist natürlich wirklich ein Witz. Das ist doch... Ja, das Blatt wird gehen. Das steht schon mal fest. Ist halt ein frisches gewesen oder relativ frisch. Aber schaut mal hier, der schöne rote Rücken, und das ältere Blatt sieht ja noch recht gut aus.
eventuell ja auch ein neuer Trieb irgendwie. Ja, der sieht, oh ja, der sieht auch gut aus. Schaut mal da. Ja, der macht sich. Ist also nur das Blatt. Was heißt nur, ne? Also, eigentlich sieht der Schoko wunderschön aus. Lasst euch von dem hier jetzt nicht irgendwie einreden, dass das keine schöne Pflanze wäre. Die ist eigentlich ganz bezaubernd. Eieiei. Gut, dass es kein Werbevideo für Ekagenera ist, weil bis jetzt fällt mein Urteil nicht gerade gut aus. Also ich hatte schon bessere Bestellungen bei Eka, zwar auch schon schlechtere, aber ja, die haut mich jetzt gerade noch nicht so um. Weiß ich noch nicht, je nachdem wie sie sich in den nächsten 2 Tagen macht, ob es wirklich ganz schlimm wird, werde ich die leider auch wieder umtauschen müssen. Schaut mal hier, das grüne Zeug. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht Schimmel, vielleicht auch nicht. Ich tippe auf Schimmel. Also, nächste Pflanze. Vielleicht ist diesmal Freude am Start. Ich will mich endlich freuen, verdammt. Philodendron Marmite Green war ebenfalls ein Ersatz. Es war die einzige Pflanze, bei der ich eigentlich nichts beanstandet hatte. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es zu kompliziert war, einzeln was zu machen. Aber da haben sie halt gesagt, das schicken wir auch einen Ersatz. Deswegen sind wir mal gespannt, wie der hier angekommen ist. Hm, sehe schon wieder. Ach, was ist denn los, Leute? Also wirklich, ne, die brauchen mal so ein Verpackungstraining oder sowas. Oh. Schön viele Blätter. Ach, und die Stiele. Oh, ich finde den so schön, den Marmite Green. Einfach mega toll. Vor allem, wenn er gut aussieht. Also meine andere Pflanze sah ja gut aus, deswegen will ich mich jetzt gar nicht beschweren. Wobei. Ja, okay. Das Blatt hier entwickelt bereits Schäden. Ne? Auch wieder so gelbe Flecken. Dieses Blatt leider auch. Das sind die neuesten. Die älteren haben noch keine Flecken. Und sind halt ein bisschen zerknittert und so. Aber eigentlich ist es wirklich eine tolle Pflanze. Guck mal, da kommt auch schon das neue Blatt. Und hat einfach richtig einen niceen Stiel. Also ich finde die echt schön. Und also ich habe jetzt hier wegen den 3 Flecken auch nicht zu beanstanden. Man muss sich halt auch immer überlegen, dass man daraus exportiert und dass die Pflanzen bei Ekagenera halt viel günstiger sind. Dafür riskiert man halt, dass da zwischendurch nicht das Beste ankommt. Aber man kann, wie gesagt, auch komplett Glück haben. Also was ich in letzter Zeit an Bestellungen gesehen habe mit Anthurium Vaucianum, also die Queens. Boah, mega. Ne? Bei den einen haben sie überlebt, bei dem anderen halt nicht. Also ich würde jetzt nicht gerade einem Anfänger empfehlen, da zu bestellen. Die Pflanzen von dort kriegt ihr in vielen, vielen Online-Shops hier in Deutschland akklimatisiert. Dann könnt ihr euch aussuchen, welche ihr gerne hättet. Also da passiert es dann nicht, dass ihr, wie ich jetzt hier zwischendurch, enttäuscht davor sitzt. Weil ich echt sagen muss, also den finde ich schon echt schön. Und die Flecken kriege ich auch im Griff, da mache ich mir gar keine Sorgen. Der ist klasse. War auch schon wieder so Flecken, die irgendwie nach Schimmel aussehen. Aber ja gut, ne? Eine Tüte, um was Feuchtes drum machen, da kommt halt schon mal Schimmel zustande, ne? Logisches Denken. Packen wir weg, machen wir weiter. Was haben wir hier? Angamacanum. Da bin ich jetzt sehr gespannt, denn es gibt 2 verschiedene. Es gibt einmal die Angamacanum 1 und es gibt einmal die Originale. Und ich hatte die 1 bereits und habe jetzt eine Originale bestellt. Ich bin nicht davon überzeugt, dass auch die Originale angekommen ist. Deswegen drückt mir die Daumen. Ja, also die Originale ist halt länglich und die 1 ist rundlich. Ich finde beides mega schön und wollte deswegen beide haben. Hü? Was ist das? Hü? Bin aber ein bisschen überrascht. Oh Mann. Oh Gott, hier drin ist alles komplett verschimmelt. Die Blätter. Ehrlich, ne, das ist doch ein Trauerspiel. Was soll das? Hier ist nicht ein vernünftiges Blatt dran, oder? Na doch, das neueste sieht noch okay aus, aber hier oben auch schon 2 Flecken. Ja, es könnte auf jeden Fall die richtige sein. Bin mir da gerade nicht ganz sicher. Aber die sieht schon sehr danach aus, tatsächlich. Ja. Kriege ich in den Griff? Bestimmt. Ich werde die unteren Blätter direkt abtrennen und gleich dafür sorgen, dass die aus dem Schimmel hier rauskommen. Und dann wird die schon wieder werden. Ich hatte irgendwie gedacht, die hätte dickere Blätter.
Die sind ganz schön dünn, muss ich sagen. Bin gespannt, wie die sich akklimatisieren lassen und wie die auf die Luftfeuchtigkeit reagieren. Wie gesagt, die zwei Blätter mache ich sofort ab, sonst verbreitet sich das direkt weiter. Ja, machen wir weiter. So, kommen wir zum Pseudovirukosum. Keine Ersatzlieferung. Ich bin also sehr gespannt. Pseudovirukosum CF ist das aber, ja genau. Die haben ja irgendwann gecheckt, dass sie das doch falsch verkauft haben, was leider auch öfters mal bei Ekagenera passieren kann, da nicht alle Pflanzen dort richtig bestimmt sind. Aber es war gerade erst jemand da und hat es gemacht und dementsprechend kann man eigentlich gerade davon ausgehen, dass alles relativ richtig ist. Außerdem, wie ich schon immer sage, sucht euch die Pflanzen nach Aussehen aus und nicht nach Namen, dann seid ihr sowieso auf der sicheren Seite. Aha, aha. Ich sehe schon wieder ein beschissenes Blatt, ey. Das macht doch keinen Sinn. Also langsam regt es mich auf. Die haben alle gelbe Flecken, die ein Pilz werden können. Also das ist doch wirklich Ekagenera. Falls das irgendwer von euch sieht, lernt anders zu verpacken. Dann kommen eure Pflanzen auch viel besser an. Also es liegt hier nicht an Winterverpackung oder sonst was gerade. Es liegt wirklich daran, dass die Blätter zu feucht verpackt werden. Es macht keinen Sinn, die nass da reinzutun. Ehrlich. Ach, entschuldigt, dass ich hier so rage, aber ach, ich habe mich übelst lange auf all diese Pflanzen gefreut. Und sie sind... What the hell? Ja, aber hier kann man sich ungefähr vorstellen, wie die Pflanze eigentlich aussehen würde. Und eigentlich ist das richtig schön. Die hat auch so coole Härchen, so ein paar am Stiel und hat halt eigentlich eine sehr coole Blattform, eigentlich. Also im Normalfall wäre ich sehr happy, ihn zu haben. Oh nee, oh ja. Ja, ich sehe schon, hier wird es auch nochmal insgesamt gelb. Hier ist auch schon wieder überall Schimmel in der Tüte. Wir legen ihn beiseite und machen weiter. Also, nächste Pflanze. So, wen haben wir hier? Philodendron Plomani var Citrus. Bin ich auch sehr gespannt. Den gibt es manchmal in wunderschön und dann sieht er auch wirklich ganz anders aus als der echte Plomani. Huh. Und manchmal sieht er einfach gar nicht so aus, wie er aussehen soll. Ich hoffe auf Glück, wenn nicht. Schön ist er sicherlich trotzdem, so wie alle Pflanzen trotzdem schön sind. Oh. Ich bin immer so ganz kurz erwartungsmäßig, sehe das obere Blatt und denke, kein Gelb. Und dann mache ich weiter auf und sehe, Gelb. Ja, ja, what can I say? Ja, also der sieht jetzt nicht so aus, wie er aussehen sollte. Hat aber, wie ihr hier seht, richtig coole Stiele eigentlich. Eigentlich, ja. Ich weiß nicht, der neue Trieb hier. Oh, der ist noch nicht matschig, das ist cool. Hier ist auch noch nicht viel Schimmel unten drin. Aber ja, es sind halt schon einige gelbe Flecken. Manchmal frage ich mich auch, ob die einfach schon so versendet haben. Also, kann doch nicht sein, dass das alles währenddessen passiert. Naja, sie wird es auf jeden Fall überleben. Es gibt keine Kälteschäden oder sowas. Oh. Irgendwas Schwarzes ist hier hinten drauf. Ganz toll. Muss ich mal gucken. Aber ja, eigentlich wäre es eine schöne Pflanze. Und das Schlimmste ist es jetzt auch nicht, oder? Ich fange jetzt langsam an, mir das schön zu reden. Und versuche immer wieder im Kopf zu behalten, Risiko hat man da halt, hat man da halt. Aber finde halt heavy, wenn eine Ersatzbestellung einfach so ankommt. Das kann doch nicht sein. Also da gebe ich mir doch extra Mühe, dass das nicht passiert. Ja, vielleicht nur ich. Manche vielleicht nicht. Naja, die denken sich wahrscheinlich auch, wir sind super günstig und die Leute, die das mit dem Akklimatisieren drauf haben, kriegen die Pflanzen auch gerettet. Denen ist das egal. Ist es mir normalerweise auch, aber die letzten Bestellungen waren leider alle echt enttäuschend für mich. Und ja, damit bin ich erstmal raus. Muss ich jetzt leider echt sagen. Also wenn die nicht gerade eine krasse Wunschpflanze demnächst auf der Liste haben, werde ich wohl erstmal nicht mehr bestellen. Ja, was kommt als nächstes? Anthurium Varroquianum x Anthurium Waterboianum. Da bin ich sehr gespannt, weil die hat einen kompletten Kelchschaden. Also die Blätter kamen einfach schon fast schwarz an. War aber beim letzten Mal auf jeden Fall größer, die Packung. Schade.
Ich hatte jetzt gehofft, weil es ein Ersatz ist, dass die sagen, ja, die beruhigen wir jetzt, indem wir eine größere senden. Pustekuchen. Aber hätte ja sein können. So, schauen wir mal. Der ist irgendwie auch noch mal ein bisschen anders verpackt. Ich frag mich nicht, warum. Oh, ist eine ganz kleine. Och, Mann. Also, das ist jetzt nicht schlimm, dass es eine kleine ist, ne? Das ist völlig okay. Auch wenn es eigentlich zwei Größen bei denen gibt. Aber, ja, der Großteil der Blätter, die kleinen hier, ich weiß nicht, warum die so uselig aussehen, aber sie sind nicht beschädigt. Ja, okay, das hier schon. Das fängt hier unten an, sich so aufzulösen. Hat auf jeden Fall Wassereinlagerungen und irgendeinen kalkhaltigen Mist hier drauf. Und das frischeste Blatt hat leider auch schon Schäden, aber sieht sonst gut aus. Hat diesmal auf jeden Fall keinen Kälteschaden. Das heißt, die ist soweit gut. Da freue ich mich tatsächlich auf jetzt ein paar Fragen. Wieso, obwohl die jetzt nicht gerade im perfekten Zustand hier ankommt. Aber wie gesagt, das ist nun wirklich normal. Das ist, also, das sind jetzt so die Konditionen, in denen die im Normalfall bei euch ankommen könnten. Man kann, wie gesagt, Glück haben, dass es geiler ist, aber das ist schon so der Standard, mit dem man auch gut leben kann. Wie gesagt, dafür sind die Pflanzen auch um einiges billiger als in den Shops, die dann die Arbeit eben im Voraus für euch übernehmen. Ja, ich hoffe, dass überhaupt noch einige von euch mitgekriegt haben, dass jetzt mal eine Pflanze in einem relativ guten Zustand ankam. Wahrscheinlich hat die Hälfte von euch schon abgeschaltet. Wer möchte schon sehen, wie jemand, ja, so viel Trauriges auspackt? Es kommen noch zwei Pflanzen. Danach checke ich übrigens auch erstmal die Liste, weil beim letzten Mal hat was gefehlt. Und ja, soll natürlich diesmal nicht der Fall sein. Anthurium Sirinoi Velvet. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Auf jeden Fall eine mega Pflanze eigentlich. Wunderschön. Mittel. Oh, nein, komm schon. Ach Mann. Leider. Das Blatt sieht aus, als wenn es abgesehen von den Wassereinlagerungen hier unten eigentlich ziemlich unbeschädigt hier angekommen ist. Ihr seht, die sieht relativ ähnlich aus wie die Queen, aber nur ähnlich. Also ich denke, die meisten werden da schon die Unterschiede sehen können. Hier auch nur ein ganz kleiner gelber Fleck. Dafür, dass die Blätter so nass sind, bin ich da sogar echt überrascht. Und ja, doch. Ja gut, hier verfärbt sich der Rand ein bisschen. Ja, mein Gott. Ist halt auch ein bisschen kalt hier. Hier weiß ich nicht, was das für eine Krüppelaktion ist. Aber finde ich jetzt auch nicht tragisch, solange es sich nicht zu einem Virus oder so hier entpuppt. Aber auch der neue Trieb sieht gut aus. Also eigentlich ein wunderschönes Pflänzchen. Und ja, mein Gott, dann hat die hier unten halt einen Schaden. Also das ist jetzt wirklich nicht tragisch. Damit kann ich völlig leben. Ja, Leute, ich bin gespannt, ob die letzte Pflanze uns irgendwie umhaut. Die letzten zwei waren auf jeden Fall schon mal... Oh ja, hier ist gerade ein Motorrad hergefahren. Ich sage ja Fenster auf. Die letzten zwei finde ich jetzt auf jeden Fall völlig zufriedenstellend. Da möchte ich mich gar nicht ärgern oder so. Freue mich sogar ein bisschen drüber. Und schön, oder? Ja, doch. Ach, die ist sogar mit Schäden schön, ohne Witz. Das habe ich auch schon bei der letzten gedacht, die halb schwarz an den Rändern, also an zwei Blättern war komplett schwarz auch. Und da habe ich das auch schon gedacht, so dass sie halt trotzdem ultra schön ist. Hm. Ist sie, oder? Ist sie. So, weitermachen. Letzte Pflanze. So. Hier haben wir die Anthurium Draconopterum. Ich hatte Medium bestellt, steht jetzt nicht Medium drauf. Sehen wir aber an der Form der Blätter, denn die ist in der juvenilen Form ein bisschen anders als in der Mature-Form. Oh, abmachen. Oh. Sieht mir gerade eher nach der Medium aus, ja. Oh nein, da kommt ein neues Blatt und es ist ganz geknickt. Aber, die sehen sogar schon ein bisschen so aus, wie sie aussehen sollen. Cool. Für eine Mediumpflanze will ich mich hier aber auch nicht beschweren. So, schauen wir uns mal die Blätterchen an.
Ja, sind jetzt natürlich noch nicht ganz so Draconopteron-Style, aber sie gehen schon in die Richtung. Hier hat er auf jeden Fall schon einen Versuch gestartet, glaube ich. Leute, die Blätter sind nicht beschädigt, nicht mal ein bisschen. Die sind top. Ja, hier dieses, das ist das letzte, nee, vorletzte Blatt. Ah, okay, das hier war das letzte. Das, ja, ist, eigentlich sieht die schön aus von der Form. Das ist jetzt natürlich durch den Transport ein bisschen geknickt alles. Gut, wenn so ein neues Blatt verschickt wird, ne, wie der kleine Kringel hier, dann überleben die das meistens nicht und sehen natürlich danach uselig aus. Ist aber auch okay, also das kann halt passieren und bei einem Laden wie den, der so riesig ist, kann man jetzt nicht hoffen, dass die das wie jetzt bei Folienstreams mit Stäben oder sowas schützen, was die neue Triebe angeht. Dann würde es natürlich besser funktionieren, aber dann bräuchten die auch zum Teil solche Packungen, um das zu verpacken. Und dann hätte das Paket hier in der Größe halt auch niemals ausgereicht. Also da ist jetzt nun wirklich nicht alles schlecht, auch wenn man das jetzt irgendwie hier gerade anhand der Bestellung vielleicht denken würde. Aber eigentlich, also das hier ist zum Beispiel wirklich eine perfekte Pflanze, ja. Also die ist ultra schön. Keine Ahnung, was das hier schon wieder für Flecken sind, aber ich ignoriere sie einfach gekonnt. Denn die kommt ja eh gleich in mein eigenes Substrat und dann ist mir das auch egal. Ich werde die Wurzeln, glaube ich, sogar abwaschen. Da ist mir im Moment zu viel Schimmel hier überall drin. Auch wenn der den Wurzeln sicher nichts tun wird. Aber ich habe einfach keinen Bock, dass das meine Töpfe am Ende durchwurzelt und ich dann wieder umtopfe, weil es irgendwann ein bisschen viel wird. Also ja, wenn ihr den Draconopteron bestellen wollt, ich kann es nur empfehlen. Im Großen und Ganzen, bevor ihr jetzt denkt, Icagenera, da bestelle ich auf gar keinen Fall, das sah mir jetzt nicht gut genug aus. Wie gesagt, ihr habt dann natürlich ein gewisses Risiko, dafür aber auch eine Preisspanne, die deutlich niedriger ist als in den Shops in Holland, Deutschland oder sonst wo hier in der Nähe. Und dementsprechend muss man das halt auch mal mit in Kauf nehmen. Es kann gut gehen, es kann mies laufen. Bei krassen Schäden, also wirklich krassen Schäden, vor allem wenn die Wurzeln nicht okay sind, sind sie eigentlich ziemlich kulant und geben dann auch tatsächlich eine Erstattung raus oder schreiben euch das als Guthaben. Gut, das könnt ihr dann entscheiden. Also es ist nicht gleich alles verloren. Das war früher zum Beispiel anders. Ich hatte im ersten Winter letztes Jahr eine Komplettausfallbestellung mit Kälteschaden und da hieß es dann, ja, also die Wurzeln gehen ja noch. Ja, 5 Tage später waren die natürlich auch komplett hin. Aber man durfte nur 5 Tage umtauschen und deswegen hatte sich das dann erledigt. Dementsprechend muss ich sagen, das ist vom Service heutzutage schon viel, viel besser. Ne? Also ich habe auch wirklich tolle Pflanzen von Icagenera oder welche gekriegt, die jetzt nicht so perfekt waren wie die jetzt, aber die sich irgendwann zu wunderschönen Pflanzen entwickelt haben, ja. Also nur weil ich jetzt hier nicht völlig ausflippe vor Freude, heißt das nicht, dass das jetzt an sich ein Ort wäre, an dem ich nicht empfehlen würde zu bestellen. Ich empfehle es nur auf jeden Fall Leuten, die bereits Importe hinter sich haben, die wissen, wie man Pflanzen aufpäppelt, die wissen, wie man vernünftig akklimatisiert. Da werde ich euch das Video am Ende zum Akklimatisieren auch nochmal verlinken, denn da beschreibe ich so ziemlich genau, wie ich jetzt mit diesen Pflanzen tatsächlich vorgehen werde. Und das solltet ihr, wenn ihr da nicht geübt seid und trotzdem dort bestellen möchtet, auf jeden Fall versuchen, wirklich Schritt für Schritt so nachzumachen. Also dann habt ihr zumindest die besten Chancen, dass die Pflanzen durchkommen. Und ja, Leute, die schon öfter importiert haben und Ahnung haben, wahrscheinlich wisst ihr eh schon von Icagenera. Aber falls nicht, da könnt ihr auf jeden Fall bestellen. Das kriegt er irgendwie hin, da ein hübsches Pflänzchen draus zu machen. Und manchmal sind ja auch die Discounts echt super gut. Und man kriegt irgendwie schon mal bis zu 20%. Das waren auch mal irgendwie 30% auf manchen Pflanzen. So, da könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen. Und selbst wenn da ein bisschen Blödsinn ankommt, jetzt hier, ist es dann nicht so tragisch. Ich ärgere mich hier, glaube ich, wirklich nur am meisten, weil es eine Ersatzlieferung ist. Und eine Ersatzlieferung sollte nicht fast genauso schlimm aussehen wie die, die vorangegangen ist. Nein, sie sieht auch nicht fast so schlimm aus. Wie gesagt, da war viel Kälteschaden, da hat was gefehlt, da ist was gekommen, was gar nicht das ist, was ich bestellt habe. Aber trotzdem muss ich wirklich sagen, ich werde erstmal nicht mehr da bestellen. Das hat mich jetzt, das fuchst mich, das ärgert mich, wenn die genau wissen, das ist eine Ersatzbestellung und sie so dreist sind und dann nicht aufpassen, dass das Ganze ordentlich ankommt. So, ist denen einfach völlig egal quasi, was die Leute sagen? Ja, ich meine, gut, im Grunde
auf den einen Kunden wie mich können die verzichten. Ich lasse doch nicht weiß Gott wie viel Geld. Da sind andere sicherlich mehr hinterher und mit größeren Summen am Start. Und an sich, ich meine, die haben die ganzen Shops, die abnehmen, die haben die ganzen Privatkunden, die abnehmen. Ja, die brauchen mich nicht, da sind die nicht drauf angewiesen. Die sind wahrscheinlich froh, dass sie den Quatsch jetzt hinter sich haben. Wahrscheinlich freuen die sich, wenn ich sage, ich bestelle jetzt erstmal nicht mehr. Weil dann müssen sie auch nicht mit mir über einen Refund diskutieren. Ja, ich glaube wirklich, wäre das keine Ersatzbestellung gewesen, hättet ihr hier eher gesehen, wie ich mich trotz gelber Flecken und eventuellem Pilz freue. Weil wie gesagt, für den Preis ist es schon irgendwo in Ordnung. Aber ja, gut. Diesmal ist es halt anders gelaufen. Ich will euch nicht weiter vollheulen. Ich, für alle, die dabei geblieben sind, vielen Dank, dass ihr mit mir gelitten habt. Wahrscheinlich, ja, falls euch das Video dennoch auf irgendeine Art und Weise gefallen hat, liked es. Falls ihr Freunde habt, die bei Ikea bestellen wollen und es zuvor noch nicht gemacht habt, zeigt ihnen vielleicht das Video. Gerne aber auch von anderen Leuten. Es gibt mehrere Ikea-Genera-Videos, Unboxing-Videos auf YouTube. Und da sind bestimmt auch welche bei denen das super angekommen ist. Und nie vergessen, sich da immer eine gesamte Palette von allem anzugucken. Ne? Also nie wegen einer Bestellung jetzt urteilen. Das wäre nicht fair. Und ja, probiert's aus, wenn ihr mit den Schäden umgehen könnt, falls denn welche da sind. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das Video guckt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.